Hier ist Ranja und willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns TikTok Minecraft Hacks. Ich habe das vor irgendwie 2-3 Wochen irgendwo gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ich habe heute gegoogelt, ja? Heute am 28. Und alleine heute haben das Video 4 Leute hochgeladen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das vor Ewigkeiten gesehen. Ich habe meinem Bruder geschrieben, ey, ich mach das, das ist voll die gute Idee. Das hat keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt hatten das noch nicht so viele Leute gemacht. Da war das ein englischsprachiger YouTuber und ich war so, Mensch, die Idee, die klaue ich mir aber. Aber bisher von dem, was ich gesehen habe, alle nur in Englisch. Deswegen hoffe ich, dass es für euch irgendeinen Mehrwert hat und ihr die Videos noch nicht alle gesehen habt. Ich habe kein einziges Video davon angeguckt. Das heißt, ich suche mir jetzt eigene Minecraft-Hacks raus, falls irgendwas davon schon gemacht wurde. Ich wollte das Video vorher drehen, aber meine Haut war vor 2 Wochen richtig Mist. Deswegen konnte ich mich nicht schminken und die war voller Ekzeme mal wieder, weil Spaß für die ganze Familie, wenn man schlechte Haut hat. Und deswegen, ja, jetzt ist meine Haut aber wieder prächtig. Deswegen können wir heute das Video filmen und ich würde sagen, let's go! Okay, so unsere erste Heldentat ist er hier. Und zwar soll es ein Stuhl sein, in dem du sitzen kannst. Okay, du machst da Leitern hin. Schienen meine ich. Dann setzt man das da hin. Ah, man sitzt am Ende im Minecart. Okay, oh, das sieht aus wie kein schlechter Stuhl. Wisst ihr was? Da sehe ich mich. Das ist, glaube ich, in meinem Möglichkeitsbereich. Ja, aber ich dachte, wir fangen gleich an. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn das erste jetzt schon nicht funktioniert, dann ist es ein bisschen peinlich. Aber ich habe Hoffnung. So, liebe Freunde der Nacht, wir haben uns schon mal alles ins Inventar genommen, was wir brauchen. Und ich war ein kleiner Detektiv und habe gesehen, dass er am Anfang so ein kleines Ender-Augen-Portal-Ding sie da drin hat. Ich nehme mal an, dass es wichtig ist, weil da ist ja so eine kleine Abstufung, ne? Also war das mein hervorragender Gedanke. Und als erstes hat er hier seinen kleinen Block drauf gebastelt. Dann kommt hier eine Schiene. Dann kommt hier eine Schiene. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ich bin nicht der größte Creative-Baumeister. Ich bin mit der Steuerung nur semi vertraut, aber ich hoffe, ich meine, das ist ein einfaches, ja? Wenn wir beim Einfachen schon scheitern, dann wird es peinlich. So, er hat die Stufen hier dran gemacht, meine ich. Dann hat er hier seinen Redstone hin. Dann hat er das schon runtergebaut, glaube ich auch. So, genau, damit das gleich eingeschoben wird. Dann setzen wir einen Pisten und setz dich hin, schnall dich an und angeschnallt bleiben und er sieht wunderschön aus. Seht ihr ihn? Es ist ein Stuhl in einem Minecart. Honestly? Also, ich weiß, dass viele Leute, wenn die so Häuser bauen und so die Default ohne Mods-Einrichtung haben, ich meine, es gibt auch mit Mods Stühle, auf die man sich setzen kann. Ne? Das ist ja nicht der Punkt. Wir wollen es ja im Vanilla-mäßigen machen können. Und ich möchte nur mal anmerken, es sieht tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und es funktioniert! Erster Minecraft-TikTok-Hack, würde ich sagen, kriegt einen. Ich gebe 5 von 5 Sternen. Der ist nicht schlecht, der ist einfach nachzumachen und er sieht nicht schlecht aus und er ist funktionell. Das heißt, 5 von 5 Sternchen. Ding, 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 ding. Okay, unser zweiter TikTok-Hack wird er hier. 12.000 Bamboo pro Stunde. Holy moly. Das sieht aus wie viel Arbeit. Was ist denn das? Das sieht ja Craziness. Guckt ihr euch das mal an, das ist eine ganze Maschine. Okay, er sagt uns in dem Video leider nicht, wie das geht, aber gute Neuigkeiten. Er hat ein 2-Minuten-Tutorial auf seinem YouTube-Channel. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal noch die restlichen an, die ich hier auf TikTok habe. Und danach gehen wir auf den YouTube-Channel von MistyCatLife und lassen uns erklären, wie man eine Bambus-Farm macht, die insane aussieht. Ich meine, guckt euch, ich lasse es nochmal durchlaufen, ja? Ich lasse es nochmal durchlaufen. Guckt ihn euch mal an. Das ist ja Craziness. Er mäht den ganzen Bambus ab. Ich meine, what? Das sieht straight up aus wie aus irgendeinem Landwirtschaftssimulator-Dings. Das ist ja Madness. Ich mag das. Guckt euch das an. Boah. Finde ich gut. Den machen wir, ja? Den machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal den nächsten. Und zwar ihn hier, ja? Er baut eine Grube. Er macht da unten Redstone rein. Er hat irgendeinen Fehler gemacht. Warum spielen eigentlich alle am Handy? Falls ihr euch übrigens fragt, was er macht eine automatische Tür. Er macht hier weiter Redstone. Oh Gott, das wird furchtbar nachzubauen. Ich bin kein Redstone-Bauer. Dann macht er das zu mit Quarz. Das müssen wir uns alles merken. Ich muss das nachher nachbauen. Dann macht er das Sticky Pistons hin auf beide Seiten. Dann macht er da Glas dazwischen. Das ist die Tür, nehme ich mal an. Und dann macht er Druckplatten davor und danach. Und dann rennt der Hase. Okay, da sehe ich mich. Das kriege ich auch noch hin. Sodala, wir bauen ihm hoffentlich nach. Also er hat eher erst so ein kleines Loch in seinen Boden gezimmert. Das kriege ich hin.
Nice, ich habe hier Wertmaterialien, von denen ich keine Ahnung habe, was es ist, weil ich das neue Minecraft nicht gespielt habe. Dann kommt hier unten Redstone hin. Dann hat er hier auf dem Boden gebaut. 1, 2, 1, 1. 2 runter, 2 runter, 1 runter. So, dann war hier eine Fackel drauf, hier eine Fackel drauf. So, jetzt hat er hier seinen Pisten. Wisst ihr, was mein Problem ist? Dass die Sachen in die richtige Richtung zeigen. Das passiert irgendwie nie. Okay, die aktivieren sich schon mal. Das ist ja nicht schlecht. Warte mal, irgendwie war seiner weiter vorn, oder? Weil er hat hinten ja noch eine Fackel drauf gebaut. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einen dran. Genau, genau. Ah, nee, falsch. Aha, genau. Und dann hat er hier noch mehr Quarz. So. Und ich nehme mal an, er hat es nur zwei hochgemacht, weil er ja nur zwei Pistons hat. Dann kommt... Nee, hier war noch Redstone drauf. Und dann hatten wir Druckplatten, die habe ich vergessen. Einen Augenblick. Er hatte die grauen. Wenn die jetzt nicht funktionieren, bin ich ganz ärgerlich. Okay, Achtung, aufgepasst. Eine schlechte Glastür. Ey. Okay. Vielleicht versuchen wir es mal mit anderen Pressure Plates, ja? Also, was ist denn mit diesen... Gibt es nicht Stein-Pressure Plates? Gab es die nicht mal? Soll das Stein sein? Das soll Stein sein mittlerweile. Warum ist denn das so gelb? Okay. Naja. Wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, meiner Meinung nach gehört er gefeuert, aber... Ja, aha. Und es geht wieder zu. Wenn man das jetzt noch prächtig in ein Haus einbaut... Das ist ja Saumist. Da hüpft man ja hoch automatisch. Es ist, okay, es funktioniert, deswegen müssen wir ein paar Sterne geben, aber mehr als 3 von 5 wird es nicht. Ja, also 3 von 5 Minecraft-TikTok-Hack-Sternchen gibt dieser Minecraft-automatische Tür-Trick. By the way, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt oder ob ihr andere Sterne vergeben würdet. Ja, also es würde mich sehr interessieren, wenn ihr einfach quasi zu jedem Dings schreiben würdet, dem gebe ich so viele Sterne, dem gebe ich so viele Sterne, dem gebe ich so viele Sterne und dann, ne? Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Ich lese eure Kommentare übrigens, ja? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich antworte normalerweise auf recht viele von denen. Also, nicht schummeln, ja? Ich sehe es. Ich sehe es. Okay, also als nächstes haben wir ihn hier. Und zwar ist das, wie man einen Hund in einen Glaskasten einsperrt, okay? Beziehungsweise einen Wolf. Man zähmt den Hund, man nimmt dafür Knochen, das weiß ich. Dann braucht man den Glaskasten davor. Im Prinzip ist es ziemlich einfach, oder? Ich glaube, das ist bis jetzt das einfachste Tutorial. Ich glaube, das kriege ich hin. Oh, guckt ihr euch an, das ist so sad. Egal, wir machen das jetzt nach. Surdela, wir sind wieder zurück im Spiel. Und zwar bauen wir hier, ich glaube, das war wirklich das Einfachste, ja? Also das kriege ich echt noch hin. Wir haben hier Glas, ja? Jetzt bauen wir hier einen kleinen Wolf rein. Damn. Hallo, kleiner Wolf. Bitte mag uns. Er mag uns. Wir sind beste Freunde, sagt das Spiel. Das finde ich gut, das freut mich. So, dann kommt hier ein Pisten hin. Es tut mir so leid, kleiner Hundi, was passieren wird. Okay, ich habe das in die richtige Richtung gezeigt. Dann, Achtung, 3, 2, 1. So sad. Guckt ihn euch an. Er ist gefangen. Aber, ich meine, der Hack funktioniert. Die Frage ist nur, warum würde man das machen? Das ist meine persönliche Frage. Deswegen sind es nochmal... Kommt er da raus, wenn man ihn jetzt anlockt? Komm her. Look. Nein, er kommt nicht raus. Ich gebe nochmal 3 von 5 Sternen. So, ich habe mir gerade auch nochmal das 2-Minuten YouTube-Video zur Bambusfarm angeguckt. Und es ist insane. Das dauert locker 5 Stunden zu bauen. Und ich habe eine halbe Stunde Aufnahme mit Easy. Deswegen kann ich das leider für dieses Video nicht machen. Wenn ihr möchtet, dass ich das trotzdem irgendwann mal mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ich uploade 3-4 Mal die Woche. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache das Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Aber in letzter Zeit halte ich mich nicht gut dran, weil ich irgendwie... Es ist einmal durcheinander geraten und dann ging es immer bergab und ich weiß auch nicht. Also wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann ist euch das, glaube ich, egal und verpasst ihr den Wahnsinn nicht. Aber ich versuche mein Bestes, das in diesem Rhythmus zu behalten. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!